Dann am Wort Christian Truppitz, SPÖ. Herr Präsident, geschätzte Minister, Hohes Haus. In diesem Punkt ist bereits von meinen Vorrednern vieles gesprochen worden. Das Gesundheitstelematikgesetz aus dem Jahre 2012, das heute novelliert wird, ebnet eigentlich den Weg für den elektronischen Impfpass. Bereits 2017 ist unter dem Vorsitz von Dr. Pamela Rendi-Wagner in der Bundeszielsteuerungskommission mit Sozialversicherung und Ländern eigentlich die Weiche für diese heutige Möglichkeit geschaffen worden. Und von meiner Seite her ist der Kernpunkt dieser Regelung ganz klar. Der sieht darin vor, dass es eine Impfversorgung gibt, die nunmehr lückenlos, einheitlich, fleckendeckend und digital erfolgt. Und auch die Dokumentation der Impfungen im Interesse der Patientinnen und Patienten ist gesichert. Meine Kritik richtet sich nur aus der Sicht des Datenschützers, da ich genauso wie mein Nachredner Kollege Ofenauer auch im Datenschutzrat sitze, haben wir bereits im Jänner eine kurze Stellungnahme abgegeben und dabei auf die datenschutzrechtlichen Bedenken hingewiesen. Diese wurden eigentlich trotz neuerlicher Vorlage eines Entwurfes, obwohl wir zeitlang gar nicht eingebunden waren im Sommer, wurde nunmehr im Rahmen der Notifikation wiederum erneuert. Ich möchte nur insbesondere auf das fehlende Widerspruchsrecht im Hinblick auf bei der E-Medikation, wo es vorliegt, hinweisen, aber auch auf die Zugriffsmöglichkeit der Apotheken im Sinne der Impfdaten, obwohl eigentlich nur eine Impfberatung besteht. Mein persönlicher Kritikpunkt, der übrig bleibt, ist die Sicherheit, die Datensicherheit. Ich habe das auch bereits im Gesundheitsausschuss gegen unseren Bundesminister Anschob erwähnt. Es wurde mir zugesichert, dass es ein Sicherheitskonzept geben wird. Mir ist es bis dato nicht bekannt. Ich weise nochmals darauf hin, dass eine aktive Missbrauchssituation verhindert werden soll, indem ein Sicherheitskonzept vorliegen muss. Und auch die Kontrolle der Sicherheitsmaßnahmen müssen gewährleistet werden. Ich kann derzeit nicht ausschließen, dass, obwohl es eigentlich vorhanden sein müsste, sämtliche Sicherheitskonzepte der Ärzte bereits seitens des Gesundheitsministeriums überprüft wurden. Deshalb bitte, Datenschutz im Bereich der Sicherheitspolitik ist wichtig. Abschließend noch zum Pilotbetrieb von einem Jahr. In diesem Jahr ist grundsätzlich dann auch die Evaluierung nachher vorgesehen, bevor der Vollbetrieb dann im Jahr 2023 läuft. Ich würde bitten, auch dahingehend uns dann auch in den Datenschutzbereich wieder einzubeziehen und im Sinne einer Begutachtung. Und ich würde auch ersuchen, eventuell auch die Schadensfälle im Bereich der Impfschäden mitzudiskutieren und mit einzunehmen, wenn es um das Register geht, und auch die Löschung der Daten nochmals eventuell zu evaluieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.